Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Nach meinem gestrigen ausschweifenden Vortrag des Desktops OpenSUSE 15.3. Heute tatsächlich mal 15.3 im Windows-Netzwerk. Anders als sich vielleicht das der ein oder andere vorgestellt hat. Ich habe es auch vorhin mal gehört, so Samba und nicht Samba. Nee, ich denke hier tatsächlich um die Ecke ein bisschen anders. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich so der hauptsächlich Windows-Mensch. Nutze das OpenSUSE in meinem Umfeld zu unterschiedlichsten Ansätzen. Und diese Ansätze möchte ich natürlich heute mit euch gemeinsam teilen. Wir haben tatsächlich, habe ich eben gerade festgestellt, oder besser gesagt von den betreuenden Mitmenschen hier, für die ich nochmal ein ganz großes Lob abgeben möchte. Die haben mich eben gerade darauf hingewiesen, 60 Minuten, ich bin total entzückt. Ja, mit wem habt ihr das hier zu tun? Da ist er, wie gestern, ist es immer noch der gleiche Typ. Ich bin freiberuflicher Trainer, hauptsächlich im Windows-Umfeld. Mein Gott, damit verdient man halt sein Geld. Bin aber seit 1994 mit Linux begeistert gewesen. Ich habe damals, ich weiß es noch wie heute, auf dem alten Schreibtisch von Opa so ein Olivetti M720 stehen gehabt mit Diskettenlaufwerk und eine kleine Festplatte drin. Und da habe ich mit 72 Disketten die deutsche Linux-Distribution installiert. Sehr viel Command-Line, sehr viel Dinge, die ich noch nicht verstanden hatte. Im Jahr 2000 durfte ich 12 Wochen, also 3 Monate, nach den USA fliegen und dort, jetzt nicht lachen, bei Caldera meinen Unterrichtspart für Linux aufnehmen. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Ich habe damals das allererste Mal die Firma Google kennengelernt. google.com/Linux gibt es heute nicht mehr, gab es aber sehr lange Zeit. Heute betreue ich trainingsmäßig, unterrichtsmäßig sehr viele Projekte im Backoffice-Bereich. Für mich ist Windows Server kein Buch mit 7 Siegeln, aber ein Linux als Ergänzung in diesem Umfeld, und darum geht es mir heute, unter anderem auch ein sehr schönes Produkt. Warum OpenSUSE, warum kein Debian, warum kein Ubuntu-Server, warum keine, was auch immer für geartete Distribution, die in der DistroWatch vielleicht momentan ganz oben steht. Ich habe mich halt einfach daran gewöhnt. Das habe ich gestern schon mal erwähnt. Ich weiß noch, das erste Buchlein, das war ein 8.2, glaube ich, mit Buch Professional und Personal damals noch geteilt. Damals SUSE noch in Nürnberg ansässig, heute wieder in Nürnberg ansässig. Danach verkauft an Novell, verkauft an wen auch immer. Heute wieder relativ eigenständig mit guten Projekten, auch im Enterprise-Umfeld. Und da kommen wir auch gleich zum Einstieg. Denn ich denke natürlich, wenn ich heute ein 15.3 SUSE einsetze, als sogenannte Leap-Version, denke ich natürlich daran, dass dort die Kernstruktur gelegt ist, um auf Enterprise umschwenken zu können. Das Schöne ist, Enterprise ist das mehr oder weniger professionelle Umfeld. Warum weniger? Naja, man kann vieles dieser Dinge auch im normalen OpenSUSE abbringen und zur Verfügung stellen und dort bereitstellen, was man auch im Enterprise denkt. Beim Enterprise ist es so, es gibt sehr, sehr gute Ergänzungsdienste, es gibt sehr, sehr gute, bessere vielleicht Konfigurationsdienste, wobei dieses besser nach meinen persönlichen Erfahrungen einen nicht so großen Faktor darstellt. Ich subjektiv denke, dass ich vieles mit diesem OpenSUSE
auch in der Variante Server abbilden kann, wenn ich denn will. Was habe ich gemacht? Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll? Ich habe hier ein großes Umfeld, das habe ich nicht nur für die Tux-Tage, könnte ich jetzt ja behaupten, aufgebaut. Nein, ich benutze das auch in meinem Schulungsumfeld. Das ist ein Windows, oder sind viele Windows-Server 2022. Das ist ein Microsoft Exchange 2016. Und in meinem Umfeld ist vieles in OpenSUSE aktiv, was auch diese Windows-Server benutzen. Und ich möchte natürlich mit meinem Desktop-Variante hier auf diese Windows-Server drauf zugreifen und vielleicht, wenn wir es die Zeit noch schaffen, auch eine Samba-Maschine vielleicht noch hochfahren. Das war vorhin in der Anmoderation so angeklungen. Ich denke, für den einen oder anderen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Was nutze ich hier? Ich nutze auf alle Fälle ein Proxy-System. Ich habe hier sehr, sehr viele virtualisierende Serversysteme, die ich hier im Einsatz habe. Alle diese Serversysteme benutzen einen Ausgang, nämlich einen Proxy-Server, der auch gleichzeitig Gateway ist. Und, das ist der dritte Punkt hier auf dieser netten Liste, auch als kleine Firewall agiert. Die ist nicht so exzessiv wie eben im Talk aufbereitet. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ach, die überprüfe ich auch selten oder vielleicht noch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich verlasse mich da sehr auf dieses Konstrukt der SUSE Firewall, die sich ja teilweise IP-Tables bedient und in der Oberfläche, wie wir gleich sehen werden, für meine Verhältnisse, für meine Ansprüche, wo ich hier mit relativ wenig Produktionsdaten umgehen muss, ausreichend darstellt. Sehr gerne im Kursen, die ich anbiete und auch durchführe, benutze ich für den Exchange-Server ein solches System als Smart Host. Nichts ist schlimmer, als wenn nach draußen eine E-Mail-Adresse geht, die irgendeine TLD heißt, die hat .local. Und irgendwann wird man dann erkannt, in meinem Haus hier, wo ich ansässig bin, von T-Systems. Und da kommst du dann auch so eine tolle Blacklist und wirst erstmal für ein paar Stunden, Tage blockiert. Das will ich nicht, obwohl Microsoft aus ihrer Sicht ja sagt, nimm Stecker, stecken ihn jemand, mach eine öffentliche IP auf einen Exchange-Server drauf. Naja, das ist natürlich sicherlich nicht. Ich benutze mein OpenSUSE als Serversystem hier, als Smart Host für den Exchange und leite die Mails, die Teilnehmer oder auch ich hier versende, direkt auf diesen Smart Host. Und dort wird geprüft und in der Regel nicht versendet. Es wird also gestoppt, damit ich nicht draußen irgendwo gebounced werde. Quasi spielt mein OpenSUSE hier in Anführungsstrichen das kleine Internet für meine Kurse. Das klappt recht gut, so bis 100 User habe ich das schon gemacht. Das funktioniert gut, der ist dann ein bisschen belastet, aber es funktioniert recht gut. Ich werte meinen Proxy vollständig aus. Ich habe da eine Software laufen, SAG, und werte das einmal im Monat aus, damit ich auch weiß, was hier so passiert ist. Wer auch von den Remote-Gästen vielleicht irgendwelche Dinge gemacht hat, die ich nicht überwachen konnte. Ich habe kein großartiges Monitoring laufen. Ich habe manchmal über Dinge nachgedacht, die mitgeliefert werden, die in diesem großen Paket sehr sinnvoll im Windows-Netzwerk einzusetzen sind, auch relativ problemlos einzusetzen sind, sei es jetzt so ein Nagios oder sei es so ein Izinga, um halt hier ein gewisses Monitoring zu haben. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Mir geht auch manchmal ein bisschen die Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, was Nagios angeht, manchmal auch so ein bisschen die Lust beiseite.
Schauen wir uns das einfach mal an mit ergänzenden Worten zu dem Prinzip dieses OpenSUSEs. Das Leap, was ich hier einsetze, in der Regel einsetze, ich habe zwar auch ein Tumbleweed laufen, aber das ist tatsächlich so für Tests und so, um zu schauen, man kann es jetzt vielleicht vergleichen, wobei der Vergleich, glaube ich, sehr stark hinkt, mit Stable und Unstable von Debian. Der hinkt ein bisschen, weil das Tumbleweed ist aus meiner Sicht relativ stabil. Man könnte das sicherlich dafür auch einsetzen. Und wenn ich so ein bisschen Frust abbauen würde und mich mal so eine Woche in die Command-Line vertiefen und da reinknien würde, dann wäre es sicherlich eine gute Alternative, wenn ich nicht jeden Montagmorgen irgendwelche 1280 Updates fahren müsste. Denn auch das geschieht sehr häufig. Das ist die Aussage Tumbleweed. Das ist quasi ein Rolling Release. Rolling Thunder, da sind halt so die ersten Updates drauf, bevor sie später im Leap unter Umständen in einer neuen Version sich wiederfinden. Vorteil, ich kann Leap updaten mit entsprechenden Kosten, selbstverständlich auf ein Enterprise-System. Und das sind die Jahreskosten überschaubar. Das machen sehr, sehr viele. Ich sitze hier im schönen Nordhessen. Hier gibt es viele Anwender, die rein serverseitig ein Enterprise-SUSE fahren. Sei es jetzt nun Reifenhersteller, sei es Konstrukteure, sei es nun Kollegen, die hier sehr viel zu tun haben mit der Deutschen Bahn. Die hängen alle hier und die haben alle nach meinem bisherigen Wissensstand dieses Enterprise-System laufen. Ergänzend muss man sagen, dass die Automobilindustrie ein eigenes Enterprise fährt und dort den Datenaustausch verschlüsselt gewährleistet. Auch dort wird Ähnliches gefahren. Aber schauen wir uns das einfach mal an. Links mein OpenSUSE-Chameleon in der Mitte. Unschwer erkennbar, ein XP Professional. Ich traue diesem XP Professional manchmal nach. Rechts ein Windows-Logo aus den Zeiten, dem ich nicht nachtrauere. Ich glaube, das ist das Logo von Windows 8. Ich habe mir das erlaubt, mal hier so zu platzieren. Mehr Folien gibt es auch nicht. Ich bin kein Mensch, der gerne mit Folienkrieg arbeitet. Nein, ich mache doch lieber die Praxis zum Sinn der Tätigkeit. Und das möchte ich jetzt einfach mal zeigen. Der Sinn und Zweck ist die vernünftige Verbindung, nicht die reine Open-Source-Verbindung. Ja, das ist jetzt sicherlich in diesen Tux-Tagen durchaus eine Diskussion. Ach, der gibt ja Geld aus für Lizenzen. Nee, ich nicht. Ich habe nur Evolutions laufen. Aber die Welt da draußen, selbst wenn sie auch mehr Open Source spricht und auch sicherlich Windows-like, Stichwort Thunder 4, bereitgestellt wird, ist es nun mal so, dass man draußen, egal welche Variante, doch mehr Windows findet. Angeblich ist die Administration leichter, was wer mal in meinem Kurs gewesen ist, sicherlich dann einen anderen Sinn führt. Es ist aber so, dass die Kombination oder der Einsatz von bestimmten Tools innerhalb dieser Welt, die da von Microsoft geprägt ist, vielleicht so, na, wollen wir es nicht übertreiben, vielleicht zu 60%. Ne? Vielleicht sagt der eine, ist auch 60, um Gottes Willen. Da sind noch 100% oder 99,9. Nein, das sehe ich nicht so. Also ich kenne sehr viele öffentliche Einrichtungen und öffentliche Dienst, die ein reines Linux, habt ihr gemerkt, gestern habe ich Linux gesagt, ich habe gerade Linux gesagt, die reine Linux-Server-Umgebungen aktiv haben. Sicherlich aufgrund von irgendwelchen wichtigen Tools, die sie im Einsatz haben,
sei es jetzt, um Datenbanken zu managen oder Datenbanken zu überprüfen, zu monitoren etc. Das war schon, mehr Folien gibt es gar nicht, das ist sehr positiv. Und wir sind wieder ja, bei meinem Desktop des gestrigen Tages, logisch. Und ich gehe mal ganz kurz auf die Dinge ein, die ich hier vorbereitet habe. Erster Punkt ist, ich arbeite hier unter Microsoft Hyper-V. Das ist meine Virtualisierungsplattform, logisch, ich lebe davon. Also habe ich auch hier Hyper-V aktiv. Was habe ich aktiv? Ich habe eine Windows-Umgebung und mein Host, der momentan ein OpenSUSE 15.3 ist, heute Morgen gerade noch abgedatet, ne? Vorhin gerade war das Stichwort Sicherheit. Ich date es sehr regelmäßig ab, ich habe es allerdings nicht automatisiert, ich bin eh jeden Tag im Büro. Man könnte, wenn ich Produktion fahren würde, sicherlich das vollständig automatisieren, wie vorhin im Talk auch sehr sinnvoll berichtet. Ich habe hier einen Domain-Controller, ganz normaler Domain-Controller, der ist heute Morgen auch wieder abgedatet worden. Und dieser Domain-Controller managt meine Domain-Struktur, so wie man das halt kennt, wenn man es denn kennt. Und das möchte ich auch gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Wichtig ist nur, dieser Domain-Controller handelt meine Umgebung, stellt, das ist hier unter anderem auch möglich, bereit, SMB-Protokoll und wenn man will, wollte, NFS-Protokoll. Das NFS-Protokoll hier ist leider sehr buggy, funktioniert bis dato nicht zufriedenstellend oder sagen wir mal so, fast gar nicht. Aber ich habe es trotzdem schon mal eingerichtet. Wir gucken gleich mal von dem OpenSUSE da drauf. Der Schöne ist, das ist ein, wir haben es hier, ne, das ist ein Core-System. Ja, man fühlt sich doch glatt zurückversetzt. Ne? Command-Line, das ist ein reines Command-Line-basierendes System. Und ich habe hier die neueste Variante des Windows-Servers laufen, 2022 Data Center. Passend stelle ich hier ein Domain Name Services bereit auf zwei Domänen-Controllern. Und dieser Domain Name Services, den habe ich mir als Slave, ich zeige auch gleich wie, auf meinen OpenSUSE implementiert, weil na, beim letzten Jahr, ja, ist schon wieder ein Jahr her, hatte ich erwähnt, 99,9% aller Fehler, vor allen Dingen im Windows-Netz in Verbindung mit anderen Produkten und Tools, sind leider DNS-Fehler. Und das trifft heute natürlich noch genauso zu. Ich habe diesen nicht via Zertifikat geschützt. Ich hätte ihn schützen können, habe ich aber nicht getan. In diesem Netzwerk läuft ein Exchange-Server, der später noch eine kleine Rolle spielen wird. Und der OpenSUSE-Teil, der steht bereit und nutzt das gesamte Windows-Netzwerk. Anders, ne, als vielleicht gedacht vorhin in der Anmoderation, habe ich das kurz mal gehört. Nicht ich stelle als Server bereit, sondern ich nutze Dienste, die eigentlich nur für Windows gedacht gewesen sind und versuche, eine vernünftige Kombination hinzubekommen. Das ist sicherlich ein schwieriges Unterfangen, aber es ist nicht unmöglich. Erster Punkt, ganz klar, Proxy-Dienste. Ich habe einen Standard-Proxy installiert auf meinem entfernt laufenden System. Und ja, ich habe heute Morgen, so gegen 10:30 oder so, den SSH-Port mal nach innen geöffnet. Ich habe da keine endlos SSH-Ports und Dienste und Überwachung, was auch immer aktiv. Hey, wenn sie das Ding hacken, dann sollen sie es hacken. Dafür bin ich viel zu uninteressant, aber könnte durchaus passieren. Aber ich habe dazu innerhalb meiner Umgebung bereitgestellt für alle meine Windows und für alle meine anderen Systeme meinen Proxy einfach installiert. Ja, soll da vielleicht noch eine User-Kennung mitgeben, dann läuft das, glaube ich, ein bisschen besser. Da auch tödlich, ne? Als Root über SSH reinkommen. Stichwort Sicherheit von vorhin. So,
Das ist mein entsprechender Proxy-Server. Ja, ne, ich frage jetzt mal ohne Journal die ab und guck mal nach dem Status. Das Ding läuft also. Es ist wirklich ganz einfach installiert. Da ist nichts mit SQL-Guard oder was auch immer. Ich habe keine blockierten Netzwerkseiten. Ich habe einfach den als Proxy hochgefahren, um halt so ein Pseudo, ja, relativ guten Schutz zu haben oder besser gesagt, meine Leitung so auszunutzen, wie ich es hier gerne haben möchte. Bedeutet, wenn ich mir das anschaue, da ist wirklich, das sagt jetzt der ein oder andere, ach, Burkdorf, Mensch, da kannst du doch viel, viel mehr mitmachen. Logisch kann ich mehr mitmachen, ich mache es aber nicht. Und hier ist eine standardisierte SQL drauf, also wirklich nichts Wildes und auch nichts umgebaut oder was auch immer. Selbst den Standardport habe ich sein lassen. Da unten steht da, das ist für Windows-User ein bisschen ungewohnt, ne, die Support 8080 oder sowas einrichten. Vielleicht, weil es, keine Ahnung, gebräuchlicher ist oder weil früher das entsprechende Windows-basierende Proxy-Server-System das gemacht hat. Wirklich einfach gehalten, quasi Standard übernommen und nichts Wildes dran geändert. Ich komme damit klar, es funktioniert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und habe auch nichts mit irgendwelchen Pages oder was auch immer gemacht. Aber natürlich habe ich hier meine Umgebung so gestaltet. Erstens, ich habe keine GUI installiert. Die brauche ich in diesem Falle nicht. Zweitens, ich habe hier meinen Cache laufen. Und hier ist der SQL. Und da sind auch irgendwo die Verzeichnisse, die das dann hinterher abfragen. Es ist mir momentan auch völlig schnuppe, was hier noch mitläuft, weil ich damit ja wenig zu tun habe. Das Ding ist einfach rennt, wird installiert, funktioniert. Und so jeden Monat gebe ich halt einmal den Befehl. Den könnte ich natürlich auch automatisieren, habe ich aber nicht gemacht. Was mache ich damit? Ja, den frage ich mir dann ab. Gestern ja mal ganz kurz gezeigt. Ich habe hier dank Microsoft einen Edge-Browser drauf. Jeder rümpft die Nase, aber gerne mal überprüfen, wenn man Chromium startet. Und den Edge, dann ist der Edge doch kleiner in den Ressourcen. Das ist schon immer so gewesen. Aber der ist, mir ist er noch nicht zusammengekackt, aber ich denke mal, der wird noch einiges zu Buche schlagen, da geht sicherlich noch einiges kaputt. Das ist meine kleine Übersicht hier. Oh, vergrößern geht auch. Und hier sieht man, was so passiert ist. Wir können ja mal hier, also das war der von heute Morgen. Und das sind also die Daten, die übertragen worden sind. Und wenn ich hier auf Top-Sites gehe, mein Gott, das werden wir sehen, Microsoft Update, ne? Ach, krasse SharePoint. Aber das ist alles hier überschaubar. So was darf man natürlich im normalen Netzwerk mit Bedacht nur einsetzen, ne, weil man ja nachvollziehen könnte, was der einzelne User so gemacht hat. Ist vielleicht nicht so ganz megamäßig gelungen. Ne? Da muss man dann mal mit innerhalb des Hauses mit Leuten sprechen, die sich damit auskennen. Betriebsrat etc. spielt sicherlich eine große Rolle, denn hier könnte ich jetzt sagen, okay, was hat denn dieser User alles so gemacht? Ja, da sieht man, was er alles gemacht hat. Ne? Er war sehr oft bei Microsoft, sehr oft bei MS-365, hat Lizenzen abgeprüft, etc. pp. Also hier ist fast nur Microsoft oder Windows drin. Und das darf man nicht so ohne weiteres nachvollziehen dürfen, ne? Das sollte man dann sehr wohl überlegen. Proxy ist der erste Einsatz. Dann ist dieses System, was ich jetzt hier gerade im Hintergrund liegen habe, in der Konsole, auch ein System, was mit zwei
IP-Adressen versehen ist. Die erste zeigt nach innen, die zweite zeigt nach außen, sonst wäre das Ganze ein bisschen dumm. Da ist diese 10-Adresse, die zeigt nach innen, ist also das interne Netz, die 192er, kommt hier von T-Systems Router, die zeigt nach außen. Und darauf basierend habe ich diesem System erstens die Gateway-Funktionalität gegeben. Es findet also ein IP-Routing für IPv4 statt. Ich habe IPv6 angelassen. Gründe sind vielfältiger Art. Hauptgrund ist, im Windows-Netzwerk ist IPv6 eine nicht wegzudenkende Umgebung. Es ist schneller, es wird schneller gesucht. Das werden wir gleich noch sehen beim Zugriff auf mögliche File-Server. Was habe ich hier getan? Ich habe mal eine kleine Firewall laufen. Und es gibt auch mein geliebtes Yast auf der Command-Line im DOS-Fenster quasi. Und hier habe ich eine Firewall aktiv. Wie gesagt, die ist jetzt nicht sprechend, rudimentär, was auch immer, sondern hier ist relativ wenig Schmalz reingelaufen. Wir haben hier den externen Ausgang, wir haben hier den internen Ausgang und hier wird dann halt bestimmt im externen Bereich, was geht. Domain Name Services, SMTP, SQLite und SSH. Man sollte vielleicht das eine oder andere aus Sicherheitsgründen wieder wegnehmen. SMTP, so eine Sache. Der Postfix reagiert aber nur auf Authentifizierung, aber kann sicherlich gehackt werden. Also wenn da einer, also ein bisschen, dann werde ich hier als Spam-Versender rausgenommen. Internal, da ist quasi alles an. Logisch, ich habe hier auch ein Apache laufen oder Apache laufen. Erlaubt wäre auch Samba, um irgendwelche Dinge zu ohnen. Ich habe mich noch gar nicht mit Bitcoin beschäftigt, habe vorhin mal den Vortrag mir von Sean angehört und angeschaut. Och, wäre vielleicht mal was, ne? Wenn ich hier schon so ein paar Server laufen habe. Das sind so 70 Server laufen hier. Könnte ich vielleicht einen dazu hernehmen oder meinen kleinen Raspberry. Könnte man machen. Ich habe hier nicht drüber nachgedacht, ne? Ein rudimentäres DMZ-System zu bauen. Ja, da müsste ich vielleicht mit einer dritten Netzwerkkarte vielleicht auch ein bisschen sinnvoll arbeiten. Sobald ich das erste Mal gehackt werde, dann mache ich das sicherlich. Aber das ist hoffentlich noch weit, weit hin. Und ich muss mich damit nicht unbedingt noch augenblicklicher Stand belasten. Das System der Firewall hier ist sehr umstritten bei SUSE. Da findet man in Foren sehr, sehr viel Informationen, die sich gegenseitig manchmal auch widersprechen. Es ist halt eine Gewöhnungssache. Ich habe mich dran gewöhnt und wenn ich mich dran gewöhnt habe, dann ist das... Oh, jetzt sitzt sie ja gerade rumgesponnen. Meine Kamera ist weg. Hallo. Wo ist denn jetzt hier die Kamera? Moment, ich muss mal gerade die Technik hier rannehmen. Augenblick. Technik. So. Ups. So, sehen tut man mich schon mal wieder. Gucken wir nochmal, ob er mich hört. Mikrofon. Und Freigabe. Nein. So, da bin ich hoffentlich wieder. Ja, bin wieder sichtbar. Ist der Stream jetzt weggekackt? Habe ich den kaputt gemacht? Nee, alles gut. Alles gut. Ich komme gerade wieder. Ich habe doch die Technik selber repariert. Ja, aber hier im Livestream ist es erstmal tot. Ich bin aber da, Jungs. Bin da, komme gleich wieder. Ja, du bist noch da. Also ich sehe alles. Okay. Aber hier im Livestream rechts von mir
Ja, ich sehe es auch. Alles tot. Kann natürlich eben gerade an mir gelegen haben. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, was der Schinzi gemeint hat. Vielleicht einfach nochmal F5 drücken und komplett rausgehen. So, ich bin jetzt einmal raus. Ja. Und alles ist wieder gut, Kamera ist da und so weiter. Und ich teile mal wieder meinen Bildschirm. No. Ich schalte mich mal wieder drauf. Aha, ja, sieht gut aus. Ja, den Bildschirm sehen wir jedenfalls schon mal. Die Technik hat uns einen Streich gespielt. Ah, da sind wir wieder. Yip, yip, yip. So, alles gut. Keine Panik. Der Fakt ist, dass natürlich mit solch einem System als Desktop-Variante außerhalb dieser Firewall-Umgebung natürlich noch mehr geht. Proxy, Firewall. Die Firewall könnte man sicherlich mehr gestalten. Ne? Dann nimmt man sich halt ein Stück Papier. Das macht man ja heutzutage eigentlich nicht mehr. Ne? Und dann notiert man sich mal, was man dann für IP-Adressen hat. Ich mache das tatsächlich immer noch, alte Schule halt, und gehe mal weg vom Computer und notiere mir die Sachen. Da kann ich auch hier mal eine sinnvolle DMZ aufbauen oder ein vernünftiges Nagios aufsetzen. Das ist sicherlich alles machbar, aber der Aufwand ist mir tatsächlich momentan zu groß, ja, weil ich also viele, viele andere Dinge vorbereiten muss. Vorbereitet habe ich. Ich gehe mal hier raus. Ich darf nicht vergessen, nachher den SSH-Port hier wieder lahmzulegen. Was habe ich noch? Ich habe einen Remote Desktop Services, ehemaliger Terminal Services. Und da sprechen ja viele, die also dann, sage ich mal, ein altes Notebook haben oder überhaupt ein Notebook haben. Oder ich denke gestern an das Gymnasium. Auch diesen Vortrag habe ich mir später noch angeschaut, wo dann halt zig Notebooks da sind, alle mit Ubuntu. In Ubuntu ist Remina ja quasi Default zur Verfügung. Remina ist ein Remote-Desktop-Protokoll. Und wenn jetzt nicht reine Open-Source-Umgebung wäre, wie halt auch bei mir hier, dann kann man Remina doch relativ gut nehmen. Und ganz kurz, ich habe hier vorbereitet einen Remote-Desktop-Host. Es ist eigentlich eine entsprechende Remote-Desktop-Farm. Den zweiten habe ich... Das ist okay. Na klar. Ich bin gerne bereit zu allen Schandtaten. So, ich habe ja hier meinen Remote Desktop Post und gleich werden wir es auch wieder sehen. Jawohl. So, ich bin gebeten worden, die Kamera auszuschalten. Kamera ist aus. Bandbreite steht besser zur Verfügung. Alles ist gut. So, ich schnappe mir meinen OpenSUSE. Da ist im Übrigen jetzt mein RTP-Host. Momentan habe ich nur einen aktiviert. Das ist okay so. Und ansonsten wäre das eine Farm. Die benutze ich in der Regel im Unterricht. Darauf basierend ist ein Lastverteilungssystem, was unabhängig von möglichen Round-Robin-Diskussionsfeatures, Leistungsfeatures agiert und arbeitet. Und ich kann mich jetzt tatsächlich hier simpelst und einfach mit meinem Remote-Desktop-Server verbinden. Das ist ja schon kein Wunder, ne? Das ist alles lokal, keine große Aktion. Und kann jetzt hier auch tatsächlich die Dinge nutzen aus meinem Desktop heraus, wie ich sie gerne vielleicht nutzen möchte. Und natürlich auch mein Exchange. Ich gehe aber gleich noch auf eine andere Möglichkeit des Exchange-Nutzens auf. Dies ist ein Test, habe ich vorhin gesendet um 13.04 Uhr aus dem OpenSUSE 15.3 Variante Desktop heraus. Das hat unglaublich lange gedauert, deswegen war ich eben verblüfft, gerade als ich es aufmache und es ist da. Diese Remina-Umgebung, die ist sehr gut brauchbar. Ich habe natürlich nur im Unterricht
das hat mit Produktivität, ach, da gibt es sicherlich noch ein paar Schwächen in dem System. Einige sind vielleicht hier auch schon sichtbar. Und wenn ich hier nach den Werkzeugen gucke oder hier nach der virtuellen Tastatur oder hier nach der Größe, habe ich am Anfang richtige Probleme mit gehabt, eine Art Fullscreen hier zu bringen. Aber es funktioniert und das ist wie eine normale Lösung des Remote Desktops. Man sieht es hier, ich brauche drin, darf den Server nicht runterfahren. Und warum geht das so schnell? Ja, weil es läuft hier, solange ich es nicht beende, immer im Hintergrund. Und als Remote Desktop Lösung steht es uns immer zur Verfügung. Das ist relativ wichtig, kann man natürlich auch wieder schließen. Passend dazu, selbstverständlich die Möglichkeit, von hier aus auf die anderen Systeme drauf zuzugreifen. Wenn ich hier mal hingehe und sage, ich möchte gerne auf meinen Exchange-Server arbeiten, kann ich das natürlich auch via der entsprechenden Umgebung. Ich muss nur gerade mal nach der IP-Adresse gucken. 086. Es ist ein HTTPS. Noch nicht sicher, weil das Zertifikat, was natürlich für solch eine Umgebung wichtig ist, ist auf einen bestimmten Namen abgestellt. Diesen Namen habe ich jetzt oben nicht eingegeben, weil ich mir nicht sicher genug war, ob der Name aufgelöst wird. Könnten wir gleich nochmal probieren. Schauen wir mal. Das ist nämlich genau auch meine Oberumgebung. Und klar, ne, das ist für jedermann sichtbar, der schon mal Microsoft Produkte im Einsatz hatte, der kann das entsprechend verwenden, kann Post senden. Und wir machen das mal gerade als Test hier. Dieser Weg ist ja eigentlich ein direkter Weg, ne? Das darf man nicht vergessen. Und hier oben sehen wir, da sehen wir das jetzt so ein bisschen, der checkt das jetzt durch, ne? Für wen es ist, intern, extern. Der Connector des Exchange-Servers läuft ja auf meinem Smart-Host, der stellt fest, nö, ist nicht extern, musst du intern verteilen. Und vorhin haben wir ja ganz kurz von mir gehört, ne, dass ich hier diese Mail, die hat unglaublich lange gebraucht, also hier oben sehen wir auch noch, ne, es wäre jetzt angeblich versendet, aber hier sehen wir in den Entwürfen, sie ist noch drin, ne, sie ist noch drin gewesen, jetzt ging sie gerade weg, ging relativ zügig. Was passiert? Der Mailverkehr wird halt geprüft vom Exchange, ja, und dann wird geprüft, geht er nach draußen? Nein, also kommt der Smart Host gar nicht zum Tragen, bevor das ganze X500-Umfeld hier aktiv wird. Das Ganze, dieser Smart, dieser Proxy-Server, der läuft bei mir hier auf einem entsprechend gestalteten VMware-Umfeld. Auch gestern hatte ich da mal schon ganz kurz einen Hinweis gegeben. Ja, ich habe auch Proxmox probiert. Ja, ich habe auch versucht, als Windows-Trainer möchte man das natürlich Hyper-V das zu nutzen. Ja, das ist aber ein Intel NUC oder einer von meinen 4 Intel NUCs, die hier stehen. Endergebnis, auf einem Intel NUC kann man, wenn überhaupt, nur mit ganz großer Schwierigkeit leider das Hyper-V installieren. Wir reden hier von einer Hyper-V-Variante, die keine Lizenzkosten verursacht. Möglich gewesen wäre Windows 10, wollte ich aber nicht. So habe ich jetzt hier mein vCenter laufen, schon relativ lang, länger als diese 20 Tage. Und das hier, das ist der Proxy, mit dem ich mich eben gerade verbunden hatte. Und auch die Firewall und auch der Smart Host, der das Ganze hier managt. Aber das ist ja nur eine Medaille von vielen, die wir hier bereitstellen. Die zweite Medaille ist ja, dass wir gemeinsam mit unseren Windows-Usern auf Daten zugreifen möchten. Und zwar vielfältiger Art. Und dabei ist es wichtig, dass wir als Desktop-Variante auch Mitglied werden dürfen
einer Windows-Domäne. Also nicht so wie eigentlich so gedacht, ne? Wir fahren in Samba hoch und stellen unsere Daten frei, weil wir sind ja Server. Nee, ich habe ja gesagt, ne? Wir sind ja Desktop und wir wollen quasi darauf zugreifen. Jetzt könnte man das Ganze natürlich auf der Command-Line mit SMB-Client etc. pp. Versuchen zu gestalten. Oder aber, deswegen breche ich jetzt mal eine Lanze dafür, man macht es über YAST. Es gibt ja bei verschiedenen Linux-Distributionen verschiedene Möglichkeiten, alles zu organisieren. Ich organisiere mich, ich habe mich daran gewöhnt, habe ich vorhin schon gesagt, ne, sehr viel hier über YAST, weil es einfach schneller geht. Und klar, es werden Teile in die Konfiguration zurückgeschrieben, die mir manchmal vielleicht nicht so recht sind, wenn ich ganz ehrlich bin, aber sie funktionieren meistens. Gucken wir uns das mal an hier, nämlich beispielsweise, hier ist mein Proxy, hier ist die Verwaltung des Proxy-Servers und hier ist die Mitgliedschaft in einer Windows-Domäne. Wichtig ist, ich kenne die IP-Adresse, respektive den Namen, ich habe DNS-Zugriff hier drauf, also benutze ich das nochmal und gucke mir das an und schnapp mir das. Und da oben ist meine Domäne, so heißt sie nämlich Next, weil der Windows Server 2022 intern Windows Server Next heißt. Ich mache keine LDAP oder Kerberos-Authentifizierung über OpenLDAP und diesen ganzen Schnögemöges drumherum. Habe ich jetzt ganz gemein gesagt, ne, Schnögemöges. Das ist natürlich eine tolle Sache, ne, ganz klar. Deswegen gibt es ja LDAP. Aber ich kann hier wirklich ganz sauber auf diese Domäne mich verbinden und werde Mitglied dieser Domäne. Ja, es wird kein Konto erzeugt. Es wird ein Konto erzeugt, aber es funktioniert nicht. Das muss man tatsächlich noch mit der Hand machen. Da ist sicherlich noch so ein kleiner Bug. Ich denke mal, das neue Samba oder die Aktualisierung würden das Ganze handeln. Wichtig noch dabei, die NTP-Configuration, die ich im Nachgang eben noch vergessen habe, denn mein Proxy-System ist gleichzeitig NTP-Server, weil im Default jedes Windows-Produkt, das den Port 149, glaube ich, blockiert, für Network-Time-Protokoll, den könnte man in der Firewall aufmachen, aber vorhin auch im Talk, selbst bei Servern, lass die Firewall an, es bringt was. Ich habe hier NTP konfiguriert, ja, das NTP steht zur Verfügung, weil muss ja sein, ne? Und hole mir aus den Pools die jeweilige Uhrzeit immer dynamisch, so wie es sein muss. Denn ansonsten würde der Zugriff auf die Domänenstruktur, man kennt das vielleicht, wenn man Windows Clients administriert hat, in der Vergangenheit vielleicht, ein bisschen schief laufen. Was habe ich jetzt gewährleistet? Ich habe jetzt gewährleistet, dass ich ein ordentliches Mitglied der Windows-Domäne bin. Ordentliches Mitglied heißt, ich sollte jetzt auch auf so eine Windows-Umgebung drauf zugreifen dürfen. Das darf ich jetzt auch, wie ein normaler Windows-PC oder fast wie ein normaler Windows-PC. Das mache ich hier mal und ich habe dafür meine Umgebungen, die eben aus diesem Core-Rechner kommen, der auf Windows-Ebene läuft, hier mal zur Verfügung gestellt und bereits eingehängt. Und das funktioniert gut. Allerdings wird selbst das Passwort merken problembehaftet. Die Freigabe kommt aus dem Server. Die Freigabe lautet E-Books. Der Name intern hier ist Demo. Ja, ich muss einmal das Passwort bestätigen. Das ist okay. So soll das sein. Kann ich denn jetzt auch auf diesen Server Daten öffnen? Kann ich. Ne? Ich mache das mal hier. Geschwindigkeit, ja, geht so. Ne? Also bei größeren Datenmengen hat man dann schon ein bisschen das Gefühl, dass es das Übersetzungsprotokoll SMB Server Message Block ein klein bisschen langsamer ist als Windows zu Windows. Warum? Ich kann es jetzt nur vermuten. Ich habe es jetzt noch nicht verifiziert. Zwischen SMB 1, was da hoffentlich keiner mehr anhat, und SMB 3, was bei Windows zur Verfügung gestellt wird, muss ein bisschen geschaufelt werden. Ne? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber da kann nicht jeder noch korrigieren. Entsprechend
zufriedenstellend arbeiten. Im Produktionsumfeld, ich kenne es tatsächlich, ich habe vor anderthalb Jahren, das hast du schon erwähnt, eine große SUSE Linux Enterprise Umgebung betreuen dürfen, mit einem riesigen Datenstand über fast 72, 74 Millionen Datensätze. Und das war wirklich ein Highlight in meinem Enterprise-Linux-Leben. Und auch dort hatten wir teilweise zwischen Desktop und Server, und da war alles, ne, Linux Enterprise von der Firma SUSE aktiv. Da gab es schon manchmal so Wackler, wo du dir denkst, gut, das könnte vielleicht ein bisschen anders sein. Guck mal ganz kurz, das hat man gestern auch geöffnet. Ne? Und da sieht man so ein bisschen, ne? Das war gestern wirklich schneller, als es lokal geöffnet worden ist. Klar, es kommt ja vom Server, wenn auch von der gleichen Platte. Aber es funktioniert. Und wenn ich hier zurückgehe und schnapp mir mal mein Netzwerk und öffne mir mal meine zweite Umgebung, da steht ein bisschen was anderes drin. Paar andere Daten. Es ist gut funktionsfähig. Ist es perfekt? Nein. Da muss man sagen, muss sicherlich viel Knopfhoff auch von meiner Seite noch mit eingebaut werden. Ich finde aber, wir sehen es hier unten gerade, ne? Ordner wird geladen, das ist der eigene Desktop hier. Ich habe natürlich hier Samba hochgefahren. Und dann hier unten, ne, bis er dann so dieses Windows-Warten, was ja bei mir jetzt quasi produziert worden ist, sehr gruselig ist. Ne? Also der findet schneller. Mein MacBook Pro, das liegt im Übrigen hinter dem Notebook hier. Keine Angst, es ist nur ein M1, kein M1 Pro oder Max. Man muss ja über die Welt gucken, die sich noch woanders auftut. Und das jetzt sind tatsächlich meine Domänen, Umgebungen. Man hat gesehen, das ist quasi wie im Windows-Netzwerk, nur im Windows-Netzwerk ist das schneller. Warum ist es hier so langsam jetzt auch gewesen, dieses Suchen, ne, dieses Wiederfinden, ganz klar. Ich habe Winz deaktiviert. Ich will kein NetBIOS in meinem Netzwerk mehr sehen. Ich brauche hier Full Qualified Domain Names und das dauert leider trotz der Unterstützung von Microsoft Windows und Linux LNMNR, also Link Local Multicast Name Resolution, was ja mit IPv6 und DNS sehr, sehr positiv funktioniert. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann kann ich mich auch wieder mal meiner zweiten Domain-Controller anmelden, der aber wahrscheinlich keine Freigaben, bis auf die Standardfreigaben hat. Das ist jetzt live. Das sage ich, die Standardfreigaben sind da. Oder aber, wenn ich auf mein MacBook schaue, das ging jetzt auch schief, ja genau, ne? Dieses Zurück ist keine gute Idee. Jetzt geht wieder dieses Suchen los. Ne? Hat es noch gepuffert. Das ist mein Notebook, auf dem ich momentan bin. Ja, da kann ich mich auch anmelden. Ist natürlich eine ganz andere Domäne, wir sagen gar keine. Da funktioniert es nicht so. Also hier mit meiner tollen Adresse. Ich befürchte, da kann ich nicht drauf zugreifen. Aber wir sind ja hier live und wenn ich schon was behaupte, dann können wir es wenigstens gleich mal testen. Ist natürlich ein anderes Passwort. Ja, da ist keine Domain-Next-Struktur dahinter. Das kann ich haken. So jedenfalls in dieser Form kriege ich das nicht so ohne weiteres hin. Ich habe im Netzwerk ja eben kurz gezeigt, ich hätte auch NFS-Tools zur Verfügung. Ja, aber hier eine Sicht wie eben auf dieses SMB-Umfeld wird mir nicht gelingen. Aber ich könnte rein theoretisch als NFS-Client mich mounten. Aber da vergisst man völlig, dass natürlich ein Windows-Server kein NFS-Server ist, sondern der Windows, der möchte das, was NFS bereitstellt, quasi weiterleiten für andere Linux- oder Unix-Umgebungen. Und das funktioniert nur bedingt. Ne? Da ist so ein bisschen Mix NFS 3, NFS 4,
eigentlich sollte es nur NFS 4 sein und ich bin mir sehr wohl bewusst, wenn ich mir das hier anschaue, das soll nach Doku und E-Book gemountet werden. Ja, die sind auch da. Ne? Also hier, die sind auch entsprechend da. Das ist auch der richtige Server. Und ich kann ja auch die Auswahl treffen. Ne? Die sind auch noch alle verfügbar NFS-seitig. Read-Write, ja, vielleicht nicht so ganz megamäßig gelungen. Bedeutet, ne, wenn ich jetzt hier hingehe in meine Management-Konsole und Management-Konsole und ich gucke mal im Mount-Verzeichnis Doku, ne, leer, E-Book leer, also da ist wirklich Mist drin. Mit Sicherheit auch was mit Berechtigungen zu tun. Da habe ich mich Gott sei Dank noch nicht weiter einlesen müssen. Das ginge sicherlich hier im NFS-Bereich besser. Zum Abschluss käme ja noch die Post. Die Post ist da. Auch hier wäre es möglich, die entsprechenden Postsysteme zu handeln, aber genau hier, man sieht es oben in der Fehlermeldung, da geht nur Kerberos und da habe ich natürlich keine entsprechenden Credentials. Ich habe jetzt versucht, auf meinen Exchange-Server drauf zuzugreifen und ich zeige das mal in meinen Eigenschaften hier. Abrufen von E-Mails ist der Exchange-Server und ja, der funktioniert, der ist auch erreichbar und hier ist die entsprechende Schnittstelle zum Kerberos. Ich möchte eigentlich Transportlayer komplett haben, also auf dem Port 993, so auch von Microsoft beschrieben. Den Benutzer gibt es, den hatten wir gerade eben im Terminal Services mal getestet. Andere funktionieren auch. Man hat also hier meinen Kalender aus dem Google Mail oder so, ist zur Verfügung. Aber ich komme hier momentan, egal was ich tue, nicht dran. PGP habe ich nicht aktiv. Senden, ja, ne, so lala, das funktioniert nur bedingt. Das ist sehr schwierig geworden. Da muss ich doch mal bei Microsoft ein bisschen was nachschlagen. POP3 habe ich erst gar nicht probiert, weil IMF für mich die bessere Idee ist. Also da ist sicherlich mit diesem Mix, ne, zwischen Windows, SUSE, so ein bisschen problembehaftet. Das ist alles lösbar. Das darf man nicht vergessen. Das ist alles lösbar. Was wäre auch lösbar? Zum Abschluss, ja, ich spiele meinen eigenen Windows-Server. Auch hier den Samba-Server in dem Bereich hier bereitstellen. Das ist die Standardumgebung, die momentan hier zur Verfügung gestellt wird. Oh, Identity-Unterstützung soll er selber für Windows bringen. Ja, NetBIOS-Servername, Server LI, sollen wir erreichen. Und let's go. Ja, Samba, erste Verbindung einer Diensterkennung, Security Identifier. Geben Sie Benutzernamen für die beizutreten Domänen bei. Ja, ich denke mal hier, nehme ich mal lieber den UPN-Namen. Vielleicht ist er dann doch sehr eigen. Na, jetzt bin ich als Samba-Server der Domäne beigetreten. Ging auch völlig problemlos, wenn ich mir überlege, was wir früher hier in der SMB-Umgebung alles so machen mussten. Wir können ja mal einen kurzen Blick zum Abschluss hinwerfen. 6 Minuten habe ich noch. Den nutze ich natürlich und ich überziehe selbstverständlich wie der Kollege Gottschalk um wenigstens 20 Minuten. Die Redaktion fällt gerade in Ohnmacht im Hintergrund. Nochmal danke für alle, die da mitarbeiten. Und ups. Ach ja, SMB, Herr Burgdorf. SMB. Huch, Gott, 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 Gott. Wenn du lange nicht mehr hier dabei gewesen bist, dann bist du ja wirklich ein ganz armer Wicht. Du müsstest den ganzen Tag eigentlich hier rein sprinten. SMB-Conf, hallo? Bin mal ganz mutig hier. Ja.
wenn der Burgdorf das Verzeichnis wiederfindet. Wenn das so siehst, doch früher Samba oder SMB, ne? SMB, ne? Wie eben noch vertippt. Samba, oh, sehr gut. Dummheit, der Name ist Burgdorf. Okay. Ich kann damit leben. Man lernt ja nie aus. So. SMB. Konf. So, gucken wir mal, ne? Der ist jetzt Mitglied, ja, der Workgroup. OS Level 20 ist tatsächlich Mitglied der Domainstruktur. Da ist der echte Name. Security läuft und die Home Directories sind freigestellt. Jetzt müsste man halt, ne, aus dem Windows-Umfeld, und da kann man ja kurz reingucken, ob man da noch irgendetwas Sinnvolles sieht. Das ist ja bei uns hier relativ easy. Der Haus kann ich schließen. Oh, der ist abgekackt. Hm, ja. Soll man meine Remote-Verbindung abkacken? Die ist aber auf meinem dritten Bildschirm. So. So, jetzt gucken wir mal. Da ist es. Erster Punkt. Gibt es diesen Server jetzt in meiner Struktur? Wir haben ja gesagt, verbinden, verbinden mit. Da ist er, ne? Server LI. Hat er sich also selbstständig erzeugt. Das mit dem Konten hat also gut funktioniert. Über Yast, ne? Also man kann wirklich das Ganze über Yast gut handeln. Und nächster Punkt zum Abschluss natürlich, wollen wir sehen, was gibt es denn hier so Schönes? Ja, das ist wieder diese Suche, ne? Oh, das ist Wahnsinn. Also da muss man vielleicht dem ein oder anderen System noch mal ein bisschen Luft, das ist immer noch nicht da, ein bisschen an die Hand geben. Wird noch eine Zeit lang dauern, ne? Ich könnte ihn jetzt erzwingen, indem ich oben den entsprechenden Namen versuche einzutippen. Da ist sicherlich noch viel zu handeln. Und den findet er jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ja, ne? Wo ist mein DNS? Da. Da. Manager. Da ist meine Domäne. Ja, Server D steht noch nicht drin. Ne? Müsste ich jetzt eintragen, muss die IP-Adresse mal kurz ausfiltern. Aber ich spare mir das. Der Weg ist klar und da war auch das Ziel, mal kurz zu demonstrieren, dass es durchaus möglich ist, das Ganze hier über die Oberfläche in einem Windows-Netzwerk zu betreiben. Es ist genauso aufwendig wie viele andere Systeme leider auch. Da muss man sich als IT-Mensch nun mal gewöhnen. Vielleicht mit dem Unterschied, dass es hier anders als vielleicht in anderen Distributionen, die ich nicht alle kenne, vielleicht über Yast relativ gut und einfach gehandelt ist. Deswegen vielleicht auch diese relativ hohe Anzahl der Enterprise-Installationen der SUSE Corporation und der SUSE Firma selber. OpenSUSE wird weiterentwickelt, hat eine relativ lange Betreuungszeit, das hier sind zwischen 3 und 5 Jahren, weiß ich gar nicht genau. Und meines Umfeld hier ist sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass es jedem hier so ein bisschen mal einen Einblick gebracht hat. Ich danke für die Gelegenheit, das alles kurz zu zeigen. Ich wünsche noch viel Spaß bei den Tuxis oder bei den Tux-Tagen. Ich bleibe noch ein bisschen dabei. Ich bin jetzt auch gleich noch im Chat verfügbar. Wenn der ein oder andere noch ein bisschen schnacken möchte, gerne. Vielen Dank dafür. Ich mache mal das Teilen aus und eine Punktlandung geschafft. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.